Freunde der Sonne, wir müssen über Produkte reden, die für mich absolut gar keine Funktion mehr haben. Ich habe hier einige, ja, doch, ich würde sagen, alte Schätzchen, die vor 4, 5 Jahren mit Sicherheit auf der Top-Liste gestanden hätten. Heute renne ich daran vorbei und sage, bitte schau mich nicht an. Ich möchte dich auch nicht anschauen. Ich habe hier ein paar Antiquitäten von 2016, dem höchsten Punkt der Beauty-YouTube-Welt. Full Coverage Foundations, Cut Creases und Glitzerpartikel. Freunde, schön, dass ihr dabei seid. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es wieder ein bisschen dünnes Eis. Ich sehe die Kommentare jetzt schon. Ich habe hier ein paar Produkte. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Wir haben Sonntag, 7:27 Uhr und ich bin aufgewacht vorhin und dachte mir, ich möchte es nicht mehr. Ich möchte diese Vielzahl an Produkten nicht mehr aufheben für vielleicht irgendwann mal. Ich werde sie nicht mehr benutzen und wenn, dann kann ich sie euch auch einblenden. Ich habe hier ein paar Produkte rausgesucht, die ich wirklich seit 2017 wahrscheinlich nicht mehr angefasst habe oder auch die letzten 3 Jahre nicht mehr. Und vielleicht ist das eine kleine Motivation bei euch, gerne einmal durch die Schminksammlung zu gehen und zu schauen, gibt es Produkte, die ihr nur noch für die Erinnerung aufhebt und gibt es Produkte, die ihr dringend aussortieren solltet. Inspiration war auch so ein bisschen. Ich habe neulich eine Nachricht von einer Zuschauerin bekommen, die mir geschrieben hat, ja, sie wollte mal fragen, sie hat Lippenstifte und Make-up-Produkte, an denen sie so hängt, aber die sind schon so alt. Ich habe sie gefragt, wie alt sind sie denn? Da meinte sie, naja, ich habe hier einige Lippenstifte von 2012. Nein, ihr süßen Mäuse. Ich weiß, es ist schwierig, sich von Make-up zu trennen, wofür man Geld ausgegeben hat und was man auch gerne mag, aber 2012, das ist älter als viele von euren Kindern. Das brauchen wir nicht mehr. Und es ist vor allen Dingen auch wirklich gefährlich. Bei Cremeprodukten definitiv, bei Puderprodukten wäre ich jetzt nicht ganz so streng. Da muss man einfach so ein bisschen gucken, wenn der Highlighter 5 Jahre alt ist, kann man den wahrscheinlich auch noch benutzen. Sogar ganz gut. Bei Cremeprodukten ist es was anderes, weil einfach eine Flüssigkeit da ist, die gut und gerne von Bakterien und Pilzen genutzt wird, die vielleicht nicht so gerne auf der Haut sein sollten. Ich habe hier ein paar Produkte, die sind 2016, die benutze ich nicht mehr. Das ist nicht mehr mein Stil, das ist nicht mehr mein Vibe. Ich würde es nie wieder tragen, glaube ich. Und hat auch einfach einen anderen Anspruch. Und wir starten Tatsache auch direkt mit dem ersten. Die Huda Beauty Winter Highlighter Palette. Alleine dieses Bild auf der Verpackung schreit 2016. Glatt gebügelt bis zum Umfallen. Du siehst nicht eine einzige Pore. Du siehst nicht eine einzige Textur auf der Haut. Sehr, sehr weich gezeichnet. Und die Palette ist innen drin auch absolut nichts, was ich heute benutzen würde. Versteht mich nicht falsch. Die ist rausgekommen. 2016, 17 muss das gewesen sein. Wir haben drei Highlighter in Farben, die ich auch nicht mal als Lidschatten benutzen würde. Also ich habe sehr, sehr viele Lidschattenpaletten da und 2016 war das top. Aber come on. Also das sind keine Highlighter. Rückblickend ist es immer einfacher zu sagen, oh Gott, wie konnte man sowas tragen? Ne? Damals war das halt krass. Mir würde es nicht mehr einfallen. Vielleicht maximal noch Winter Rose. Das ist so ein blushiger Ton, den kann man vielleicht noch gut auftragen, ist schön, aber ganz ehrlich, auch dafür habe ich viele Alternativen. Und Frosted Kiss ist, glaube ich, ein Cremeprodukt gewesen. Es fühlt sich auch schon nicht mehr so gut an. Nee. Also ich glaube, da kann man dann auch sagen, das ist etwas, das ist eigentlich schon fast antik. Wäre es nicht benutzt, vor allen Dingen auch der Cremeton, hätte ich gesagt, okay, ich packe das in eine Verlosung. Das mache ich bei 2 anderen Produkten oder 4 anderen Produkten hier, die ich hier habe. Ich mache das oft, ne? Wenn ich etwas habe, was ich vielleicht einmal benutzt habe bei Puderprodukten und da bin ich ja auch eigentlich immer mit einem Pinsel drin gewesen, dann gebe ich das in eine Verlosungskiste und wenn ich das verlose und jemand das dann bekommt und das dann nicht möchte, dann kann er oder sie es natürlich auch wegmachen. Das ist ein Produkt, wahrscheinlich in 20 Jahren wäre das 120.000 Euro wert, wäre es nicht benutzt gewesen, ist wie so ein altes iPhone. Glaube ich, ist absolut nicht mehr mein Vibe und muss auch nicht sein. Ich finde, man darf sich auch weiterentwickeln und es ist ja auch schön zu sehen, wie man sich weiterentwickelt. Aber das ist ein Produkt, ne, da ist es mit uns Make-up-Mäusen so ein bisschen durchgegangen. Also Full Coverage Foundation kann ich noch verstehen, aber blauer Highlighter, wer bist du, ein Schlumpf?
Wir haben noch was aus dieser Kategorie und das ist Tatsache noch gar nicht so alt. Ich verstehe aber nicht, was Fenty sich dabei gedacht hat. Das sind die Toasted Swirl Bronze Shimmer Powders. Packaging. Wunderschön. Aber ich habe die Funktion dafür nicht verstanden. Sie wurden auch nicht so richtig als Body Bronzer beworben. Dafür gab es die flüssige Version. Gab es in zwei verschiedenen Farben. Einmal in Chocolate Swirl. Ich gehe hier einmal rein. Fühlt sich sehr weich an. Aber das ist kein Ton, wo ich sage, ja, den möchte ich als Bronzer benutzen. Der ist sehr warm und der ist vor allen Dingen auch sehr schimmernd. Maximal als Lidschatten. Aber come on. Also, der hat 12 Gramm drin. Wie viele Jahrzehnte soll ich den Lidschatten benutzen? Deswegen, das ist so ein Produkt. Das nimmt für mich jetzt hier einfach nur Platz weg, ist etwas, was ich persönlich nicht brauche. Ich würde das in die Verlosung machen für euch, weil ich glaube, irgendjemand kann damit bestimmt was anfangen. Ich benutze das nicht. Ich trage es nicht als Lidschatten. Meine Kleidung ist meistens nicht so freizügig, dass ich meinen Körper glowen und bronzen muss. Deswegen ist es auch kein Produkt für mich. Ich will nicht an Sachen festhalten, die für mich auch keinen persönlichen Wert haben. Ich weiß beispielsweise, ich habe Produkte hier. Die habe ich selbst gekauft und liebe sie und ich benutze sie jeden Tag. Warum soll ich die dann aussortieren, nur weil sie nicht mehr im Trend sind? Ne? Sondern es sind einfach Produkte, die mag ich gerne und die benutze ich auch. Das ist etwas, das muss nicht sein. Wir hüpfen nochmal kurz zurück zu Full Coverage Foundations und da trenne ich mich jetzt auch einfach von der Huda Beauty Foundation. Da muss ich auch ehrlich, manchmal muss man auch ehrlich zu sich selbst sein. Ne? Also, ich war natürlich durch, damals, als sie rauskam, war das noch nicht mein Job, aber es war ein angestrebter Job von mir, ne? Beauty-YouTuber zu werden. Und ich dachte mir, ja, das ist die Foundation, die haben gerade alle tragen sie, ich brauche sie auch. Und manchmal redet man sich Sachen schön, kennen wir alle, ne? Und ich habe mir die Foundation, glaube ich, einfach schön geredet. Das ist prinzipiell, wenn du ich sage jetzt mal, eine starke Akne vielleicht hast oder starke Rötungen hast oder Discolorations, ne, wenn deine Haut nicht so ebenmäßig ist, dann ist das ein gutes Produkt. Aber die ist extrem pastig. Das ist eine sehr dicke Foundation. Die Farbe ist nicht meine Farbe. Und das Problem bei dieser Foundation ist, die ist A, super matt, super deckend und ich kriege davon recht schnell Unterlagerung, weil sie einfach sich wirklich wie so eine, die legt sich halt, als hättest du dein Gesicht einmal so ein bisschen einzementiert, auf die Haut und du musst es wirklich abends extrem gut abmachen. Ne? Sonst hast du sofort am nächsten Tag so Unterlagerung. Weil die wirklich, die lässt nichts durch. Für mich hat diese Foundation gefühlt, ne, bitte nicht ernst nehmen, einen Lichtschutzfaktor von 5000, weil da kann nichts durchkommen. Da kann nichts durchkommen. Du könntest das um dein Gemüsebeet machen und es würden keine Insekten durchkommen. Diese Foundation, du kannst damit ein Haus bauen. So dick ist die Foundation. Und das ist nichts, was ich im Moment gerne trage. Und ich vertrage sie Tatsache auch nicht so gut. Sie ist sehr matt. Sie oxidiert schon ein Stückchen. Ne? Seht ihr hier, glaube ich, ganz gut. Sie wird einfach sehr orange. Und sie ist auch mittlerweile echt schon ein paar Tage älter. Also hier steht ja auch immer so ein kleines Symbol drauf. Ich blende euch das einmal ein. Das heißt, wie lange ein Produkt sicher zu benutzen ist nach dem ersten Öffnen. Bevor es geöffnet wird, ist es noch mal was anderes. Auch da würde ich dann nicht sagen, es ist unbegrenzt haltbar, weil Cremeprodukte halt einfach irgendwann die Grätsche machen. Haltet euch bei Cremeprodukten vielleicht dran. Man kann vielleicht noch mal 5 Monate ranhängen. So mache ich es. Aber irgendwann ist Schluss. Bei Puderprodukten bin ich da ganz anderer Meinung. Das ist was ganz anderes. Da muss man einfach schauen, wie es riecht. Aber bei Cremeprodukten wäre ich wirklich vorsichtig. Gerade, ganz wichtig, ne? Wenn ihr so etwas habt wie hier, das ist jetzt der Soft Glam Filter von Catrice, wenn da so ein Ding dran ist, auch wenn du es nicht in dein Gesicht machst, du machst es auf deiner Hand, du berührst es auf deiner Mischplatte, du hast Kontakt mit der Außenwelt zu diesem Ding und gibst es dann wieder rein. Und wenn du es dann 24 Monate rumstehen lassen, kannst du dir vorstellen, was hier los ist. Mehr als hier in unserer Kleinstadt. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ist kein Produkt mehr, was ich tragen würde. Ich kann das auch nicht zweckentfremden oder so. Das probiere ich ja oft mit Produkten, die ich so vielleicht nicht mehr benutzen würde, vielleicht eine etwas deckenderen Foundation, dass ich die dann irgendwie mische. Das funktioniert mit der Foundation nicht, also für mich zumindest nicht. Deswegen darf Huda Beauty jetzt gehen.
Ich finde es aber sehr, sehr schön, muss man auch sagen, dass Huda Beauty so ein bisschen mitgegangen ist. Ne? Also sie haben schon probiert, sich weiterzuentwickeln mit Produkten. Sie haben ja dann Glowish rausgebracht. Eine sehr, 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 sehr tolle Foundation. Ganz, ganz große Empfehlung. Könnte meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Huda Beauty auch in den nächsten 12 Monaten mit einem Skin Tint rauskommt. Schau mal, ich probiere es gerade abzumachen mit so einem Kosmetiktuch. Du kriegst das kaum runter. Ne? Also du musst wirklich ein Double Cleansing machen. Erst Öl und dann einen wasserbasierten Reiniger, sonst kriegst du das nicht runter. Und ich habe immer noch. Ich hoffe, ich glaube, ihr könnt es nicht sehen. Ach, nee. Seht ihr, wie die Foundation. Seht ihr, wie die Foundation immer noch in diesen Fältchen ist? Und wenn ihr euch nur mit einem Kosmetiktuch sauber macht, Freunde. Ja, wir hüpfen mal eine Etage höher zu den Augen. Da habe ich das hier. Die P. Louise Cosmetic Base. Das ist ein Lidschattenbase gewesen. Eine sehr, 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 sehr gute. Also wenn ihr eine gute Lidschattenbase benutzt und braucht, ist das eine gute Sache. Und vor allen Dingen, das war ein Gamechanger damals. Die kam in, glaube, 20 Farben oder so. Funktioniert auch schon nicht mehr. Sie hat sich nämlich zersetzt. Seht ihr, wenn ich die verblende, dann kriegt die so Streifen, also sie ist kaputt, ne? Die ist jetzt umgekippt, das passiert. Swatch bitte. Aber ich bin auch ehrlich zu euch, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Make-up-Leben eine Lidschattenbase benutzt habe. Oft, erstmal, meine Lidschattenlooks haben sich komplett verändert, ne? Sie sind deutlich reduzierter geworden und auch nicht mehr so bunt, sondern eher neutral geworden. Und für neutrale Töne braucht man meiner Meinung nach nicht unbedingt eine Lidschattenbase. P. Louise hat ja auch wirklich weiße Bases, die dann für sowas hier ganz gut gemacht waren, ist für mich etwas, was ich nicht mehr benutze. Und wenn, dann nimm deinen Concealer. Der hat mittlerweile, sind die, es ist alles sehr, sehr gut. Ich weiß, dass viele auf die P. Louise Bases schwören, wenn ihr sehr kreative Looks macht, wenn ihr wollt, dass euer Lidschatten wirklich 125 Tage hält, go. Ich bin mittlerweile an einem anderen Punkt, glaube ich, einfach angekommen, was Make-up angeht. Ich will nicht mehr dieses bunte, laute, schrille, artistische, sondern wirklich eher. Ich möchte mich in den Vordergrund stellen und nicht das Make-up. Und das hat sich so ein bisschen für mich geändert, weswegen ich das nicht mehr brauche. Und wenn, dann nehme ich einen Concealer und spare mir die 17 Euro für eine Lidschattenbase. Apropos Lidschatten, Juvia's Place. Juvia's Place war ja auch 2016 die Marke, über die jeder und jede Nachbarin gesprochen hat. Und sie haben qualitativ phänomenale Lidschatten. Ich habe jetzt hier einmal die The Sweet Pinks und die Yami Angelina X Juvia's Place Palette. Wunderschöne Farben, wunderschöne Texturen. Aber ich trage das nicht. Ich trage das nicht und ich weiß nicht warum. Bei Lidschattenpaletten fällt es mir ganz besonders schwer, die auszusortieren. Ich würde gerne wieder aussortieren. Das Jahr ist bald zu Ende. Einmal im Jahr gehe ich wirklich durch und mache den halben Schrank hier leer und gehe durch und schaue, was weg kann und was nicht. Aber das ist nichts, was ich trage. Also, ich habe. Jetzt ist so bei mir der Punkt angekommen, wo ich entscheiden muss, was kann ich auch irgendwie noch zeigen und ich wüsste auch nicht mehr, wie ich das nutzen kann. Und da ich im Alltag eh keine bunten Lidschatten trage, maximal einen Braun und einen Schimmer auf dem Lid, ist das nichts, was ich brauche. Und wenn, dann habe ich genug Alternativen, um einen pinken Lidschatten zu bekommen. Das sind aber zwei Paletten, die ich wirklich nur einmal benutzt habe. Hier, da habe ich, glaube ich, sogar nur einmal geswatcht und mehr auch nicht. Vielleicht einen Look damit gemacht. Packe ich in eine Verlosung, wenn ihr wollt. Schaut da unbedingt bei Instagram vorbei. Da mache ich das andauernd in der Story oder in meinem Broadcast-Channel. Überall. Das ist etwas, das muss nicht sein. Das ist nichts mehr, wo ich sage, boah, ja, Maxim, das, darüber freue ich mich persönlich. Ich weiß, vielen wird das Herz bluten, aber muss einfach auch für mich nicht mehr sein. Würde ich aber auch, muss ich dazu sagen, nicht mehr selber kaufen. Das hat sich echt geändert, dass ich nicht mehr so in diesem. Oh, in diesen Hype verfalle. Es gibt ab und zu Produkte. Ah ja, hier habe ich euch neulich bei Instagram gefragt. Heute, um jetzt gleich, muss mich beeilen, kommt diese Palette raus. Von Natasha Denona. Kostet 70 Euro, sind aber Farben und Texturen, die ich gerne benutze. Und die auch für mich so ein bisschen zeitlos sind. Das ist trendunabhängig. Vielleicht täusche ich mich da. Auch die Yucca-Palette, das war so ein Impulskauf. Bin ich ehrlich, war ein Impulskauf. Hätte nicht sein gemüß, hätte nicht. Gemusst sein, wisst, was ich meine. Aber diese Palette hier, die gefällt mir in 5 Jahren mit Sicherheit auch noch. Die ist saisonunabhängig, die ist jahreszeitenunabhängig, die ist
jahresunabhängig. Deswegen freue ich mich sehr auf diese Palette. So eine pinke Palette, das ist nichts, wo ich jeden Tag sage, boah, es sei denn, du lebst in Barbies Dream World. Oder du bist krass und trägst gerne bunte Lidschatten. Ich bin das nicht, deswegen darf das weg. Genauso wie das hier. Liquid Lipsticks. Ich liebe Liquid Lipsticks. Allerdings muss ich dazu sagen, ist mir das mittlerweile auch ein bisschen zu viel. Vor allen Dingen diese Kombination. Gerade diese Farbe. Das ist von Morphe, die Farbe Sweet Tea. Ein richtig schön dunkelbraunen Lip Liner. Und dann von Make-up Geek die Farbe Matte Chill. Brennt auch schon, also auch der ist schon durch. Wobei ich sagen, passiert immer, wobei ich sagen muss, ich mag die Farbkombination immer noch sehr, sehr gerne. Ich bin aber einfach kein Freund mehr von diesen ultra, ultra matten Liquid Lipsticks. Weil, man muss auch dazu sagen, meine Lippen auch nicht mehr so aussehen, wie sie vor 5 Jahren ausgesehen haben. Und ich finde, das sieht auch nicht so schön aus. Also, erstmal, sie separieren sich, dann ist es so trocken auf den Lippen und das Gefühl. Und vielleicht bin ich mir auch einfach bewusster geworden, was ich persönlich gerne mag. Es hat ja auch so ein bisschen was mit Komfort zu tun und das Ding gibt mir leider absolut gar keinen Komfort. Deswegen mache ich es mal ganz schnell wieder ab. Braunen Lip Liner, der wird hier bleiben, Freunde. Ich bin gespannt, welche Produkte ihr zu Hause habt, wo ihr sagt, oh, eigentlich ist das echt nicht mehr euers. Das sind keine Produkte, die ihr heute vielleicht noch kaufen würdet, die ihr heute vielleicht noch gerne tragt. Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Wir sehen uns hier am Mittwoch schon wieder. Und falls ihr es verpasst habt, ich habe gestern bereits abends schon den ersten Adventskalender ausgepackt. Schaut da gerne auf meinem Kanal vorbei. Dort findet ihr ihn. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart, ihr süßen Mäuse. Fühlt euch gedrückt, fühlt euch geküsst. Bis Mittwoch.